man geht natürlich nach wie vor weiter zur Arbeit. Unser Kleiner geht weiter in die Schule. Der ist jetzt im zweiten Schuljahr. Der tut sich da sehr schwer mit. Er konnte auch erst natürlich keine Freunde einladen zum Spielen. Er war darauf angewiesen, dass die anderen ihn dann eingeladen haben oder er dann gefragt hat, kann ich auch zu euch kommen zum Spielen? Bei mir geht's halt nicht. Das ist auch erst gut angenommen worden, aber nach einer Zeit wird das für die anderen Eltern natürlich auch dann immer stressig, wenn dann immer er nur da ist und die Kinder nie nach hier hinkommen können. Die wollen auch hier spielen, die wollen auch zu Hause mal spielen, ne? Und das war da nicht gegeben. Ja, in der Schule ist es ihm dann schwer gefallen, sich dann davon zu lösen, was zu Hause so passiert. Er war sehr unkonzentriert, weil er immer gedacht hat, was ist hier wohl los? Und für uns, für uns spielt sich viel im Kopf ab. Wir wissen, was passiert, wir sehen das auch, aber so diese ganze seelische Verfassung, die hat extrem drunter gelitten. Also man ist schneller gereizt. Das merkt der Kleine natürlich auch, wenn mal irgendwas schief läuft, dass man dann mal schneller aus der Haut fährt oder so. Es ist sehr, sehr anstrengend. Und mein Schwiegervater, ja, mit 85 Jahren, dem fällt es mit Sicherheit auch nicht leicht, ne? Der ist sonst täglich hier mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, mal hierhin, mal dahin. Das ging ja alles nicht mehr. Es war alles abgesperrt und ist ja auch nach wie vor abgesperrt. Und so muss man sich halt, man tut sich damit hin. Man gewöhnt sich zwar auch dran, also offensichtlich, aber so unterschwellig nervt einen das ganz schön gewaltig. Also